Hallo, hallo, mein Schatz. Ja, im Einzelnen finden wir alle Freude. Nur mit dir kann ich erwachen. Nur mit dir, mein Bruder, Hand in Hand, kann ich wieder nach Hause gehen zum Vater in den Himmel. Ja, diese ganzen Bemühungen, sich mit der Wahrheit zu identifizieren, mit dem Heiligen Selbst, die gehen absolut nicht allein, obwohl ich all eins alleine bin, habe ich mich doch zersplittert in Billionen von Egos, die in Wirklichkeit meine Brüder sind, Teil von mir und Teil von Gott. Das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe Transformation. Praktisch muss ich alle Gedanken, die ich gedacht habe, an die ich geglaubt habe, alle Überzeugungen, geschlossen aufgeben. Das kann ich nicht, allein. Und kein Gedanke verlässt meinen Geist von alleine. Ich muss erkennen, dass er falsch ist und ihn ersetzen lassen vom Heiligen Geist, von unserem Führer, von unserem Lehrer der Liebe und der Wahrheit, der allein weiß, wer ich bin, und er kann mit seiner Macht ihm von Gott gegeben die falschen Gedanken aus unserem Geist löschen, wenn wir sie abgeben. Und das ist heute unsere Lektion, dass nur meine eigenen Gedanken mich beeinflussen. Ich nehme die genaue Formulierung. Nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Ja. Ja, wer ich denke, der ich sei, werde ich, habe ich früher gelehrt. Lange vor meinem Kurs. Und meine wahren Gedanken über meine Wirklichkeit, die bringen mich zurück zu dem, was ich bin. Tja, Jesus sagt, du bist so ernst. Ja, ich darf jetzt nicht enttäuscht sein, das ist ja immer alles für etwas gut. Ich habe mich eingestimmt und es war eigentlich wunderbar. Aber je weiter ich dann ging und die Übung begann, schien sich alles gegen mich zu drehen. Die Freude ging weg. Ich fühlte mich plötzlich eingesperrt wieder im Körper. Und konnte überhaupt nicht verstehen, wie das passieren kann. Und wenn ich dann den Heiligen Geist fragte, sagte er, ja, du hast wieder gewählt, ein Mensch zu sein. Da ist die Überzeugung, diese falsche Überzeugung. Ich bin in die Welt gekommen, um sie zu erlösen, aber die falsche Überzeugung ist, um Menschen zu helfen, muss ich selber Mensch sein. Nein, ich bin Gottes Sohn. Und Menschen gibt es nicht. Wir sind alle der Gottes Sohn. Und ich muss Gottes Sohn sein, um allen zu helfen, das Menschsein aufzugeben und zurückzukehren zum ewigen, glücklichen Leben im Vater. Das ist also wirklich in der tiefsten Tiefe eine 180-Grad-Wende im Geist. Und nur wenn ich das akzeptiere, der grenzenlose, heilige, vollkommene Sohn Gottes zu sein im Vater, wo wir alle glücklich sind, und dass alles Leben nur im Vater stattfindet, diese tiefe Überzeugung muss ich wirklich lehren und lernen. Gib allen alles, damit du hast. Alle Gaben Gottes sind mir gegeben. Lehre Frieden, damit du ihn lernst. Nur im Einzelnen finde ich den Frieden in der Gleichheit. Und habe deine Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Reich Gottes.
das bin ich. Der Himmel. Der Himmel, das sind wir. Das hat mit dem Körper nichts zu tun. Jenseits von Raum und Zeit. Wenn wir im Körper glücklich sein wollen, dann sind wir eingesperrt. Ich frage den Heiligen Geist, ist das mein Problem, dass ich noch mich im Körper wohlfühlen will? Wisst ihr keiner? Kommt da. Aha, nein, sagte, das ist nicht dein Problem. Du bist erwacht und kannst erwecken. Aber alle Strukturen in der Welt von Anbeginn der Zeit, die falsch sind, müssen in deinem Geist auftauchen, damit sie gelöst werden. Ja, das ist ja unsere Funktion. Und das fühlt sich offensichtlich nicht immer gut an. Also bleiben wir guten Mutes, dass wir alles abgeben. Und der Heilige Geist wird es ersetzen. Er bittet mich jetzt für die ganze Zeit zu entscheiden. Ja, sofort bin ich glücklich. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Sein ist der Ganzheit. Sein ist die Ganzheit im Vater. Und darin allein liegt die Freude. Also, auf geht's. So, nochmal Gedanken zur Einleitung. Dann warten wir in Schweigen, ohne Angst, und deines kommt sicher. Wir suchten unseren Weg zu finden, indem wir dem Führer folgten, den du uns gesandt hast. Wir kannten den Weg nicht. Du aber hast uns nicht vergessen. Wunderbar. Und wir wissen, dass du uns jetzt nicht vergessen wirst. Wir bitten nur darum, dass deine alten Versprechen gehalten werden, die es dein Wille ist zu halten. Wir wollen so wie du, indem wir dies erbitten. Der Vater und der Sohn, deren heiliger Wille alles ist, was da ist, alles, was da ist, erschaffen hat, können nichts versagen. Und jetzt muss ich mir klar machen, ich bin dieser Sohn, der eins mit dem Vater ist. In dieser Gewissheit tun wir diesen wenigen letzten Schritte auf dich zu und ruhen im Vertrauen auf deine Liebe, die den Sohn, der dich anruft, nicht im Stiche lassen wird. Nicht im Stich lassen wird. Ja, da bin ich so dankbar. Da kommt die Dankbarkeit. Ja, Vater, du bist ja da. Du bist da. Und du liebst mich. Dieses Vertrauen, dass der Vater mich liebt als sein Sohn, dass er überhaupt seinen Sohn liebt und dass ich sein Sohn bin, den er liebt, das hatten wir in der gestrigen Lektion. Das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, dass überhaupt der Geist sich öffnet für die Liebe und die Angst vor Gott und der Liebe loslässt. Muss einfach tiefen Herzens wissen, dass Gott mich als das, was ich wirklich bin, nur liebt. Und dass das, was ich wirklich bin, dieses Heilige Selbst, frei von Schuld, das Einzige ist, was mich erfüllen kann und glücklich machen kann, weil ich das bin. Also ich habe mich verleugnet und muss jetzt meine wirkliche Identität wieder annehmen lernen. Darum jetzt diese Reflexion über das Ego. Was ist das Ego? Das Ego ist Götzendienst, das Zeichen eines begrenzten, getrennten Selbst in einen Körper geboren und dazu verdammt zu leiden und sein Leben im Tode zu beenden. Ja, da sagen wir den Indern Namaste, ich sehe das Göttliche in dir, machen sich einen Punkt auf die Mitte der Stirn. Aber das scheint ja noch so zu sein, als ob wir individuelle Seelen sind. Das ist eben gar nichts. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, da bleiben wir in Depression. Es ist der Wille, in Anführungsstrichen, der den Willen Gottes als Feind sieht.
und eine Form annimmt, in dieser verleugnet wird. Also der Wille Gottes wird verleugnet. Die ganze Welt ist das Gegenteil. Das Ego ist der Beweis dafür, dass Stärke schwach und Liebe angsterregend ist. Das Leben eigentlich der Tod und nur das war es, was sich Gott widersetzt. Ich bin kein Körper. Ich bin keine reinkarnierende Seele im Körper. Das ist, was ich da gelehrt und gelernt habe. Auf den Kopf stehen, das ist meine Kreuzigung. Ich bin die Ganzheit. Ich bin die Ganzheit im Vater. Danke, Vater, dass ich in dir lebe und nur in dir. Das will ich jetzt lernen, lehren und lernen. Das Ego ist wahnsinnig. Voll Angst steht das Jenseits des Überallseienden, von allen abgesondert und in Trennung vom Unendlichen. Und ich bin die Ganzheit und das Unendliche. In seinem Wahnsinn denkt es, es sei Sieger über Gott selbst geworden. In seiner schrecklichen Autonomie sieht es, in Anführungsstrichen, dass der Wille Gottes vernichtet worden ist. Ja, die ganze Welt ist das Gegenteil des Willen Gottes. Es träumt von Strafe und es zittert vor den Gestalten in seinen Träumen, seinen Feinden, die es zu morden suchen. Bevor es dadurch für seine Sicherheit sorgen kann, dass es sie angreift. Herr Jesus fragt mich, wie fühlst du dich, wenn du in einem Körper bist? Eingesperrt und sofort in Angst. Das ist die Welt der Angst. Ja, dann versucht man verzweifelt irgendwas Schönes sehen, was Schönes hören, was Schönes schmecken, irgendwo von außen zu bekommen und geht ins Defizit. Aber wir sind doch vollkommen erschaffen worden. Wir sind doch der ganze heilige Gottessohn, das ganze heilige Selbst im Vater geblieben. Wir können doch unsere wahre Identität nicht verlieren, egal was wir träumen. Aber das wirklich mit aller Konsequenz, mit aller Konsequenz, jede Einsperrung aufzuheben, dafür muss ich mich entscheiden, das tut keiner für mich. Ich muss meinen Bruder sinnlos sehen. Und dann erkenne ich mich. Der Sohn Gottes ist egolos, und das bin ich. Was kann er wissen von Verrücktheit, von Gottes Tod, wenn er in ihm weilt? Ja, das muss meine Entscheidung sein, in Gott zu weinen. Was kann er wissen von Kummer, von Leiden, wenn er in der ewigen Freude lebt? Das muss ich entscheiden. Ich bin eins mit meinem Bruder in Gott. Mit dir bin ich eins im Vater. Wir teilen eine Identität. Und wir sind voller Freude umgeben. Der Vater ist alles, was ist. Was kann er von Angst und Strafe wissen, von Sünde und von Schuld, von Hass und Angriff, wenn alles, was ihn umgibt, immer während der Friede ist, auf ewig konfliktfrei und ungestört, im tiefsten Schweigen und in tiefster Ruhe. Also nur im Vater. Nur im Vater bin ich, nur im Vater in der Ganzheit, in der Herrlichkeit, da bin ich. Ja, es wird besser, Jesus, es wird besser. Die Wirklichkeit erkennen heißt, das Ego und seine Gedanken, seine Werke, seine Taten, seine Gesetze, seine Überzeugungen, seine Träume, seine Hoffnungen, seine Heilspläne und den Preis, den der Glaube an es nach sich zieht, nicht zu sehen. Also ich will sehen, was ich verleugnet habe, weil es die Wahrheit ist. Durch die Körperaugen sehen ich nichts als Illusion. Augen täuschen, Ohren hören falsch. Nichts, was ich sehe, bedeutet was. Im Leiden ist der Preis für den Glauben an dich so immens, dass die Kreuzung des Gottessohnes täglich von seinen verdunkelten Schreinern angeboten wird und Blut fließen muss vor dem Altar, wo seine kränklichen Gefolgsleute sich auf das Sterben vorbereiten. Tja, als Mensch will ich leiden und sterben. Wenn ich in diese Welt meine Investition setze, dass ich in dieser Welt glücklich sein will, dann werde ich leiden. Ich muss mich also gegen alles, was ich geglaubt habe, entscheiden. Gegen alle Ego-Heilspläne entscheiden.
und da sein, wo ich wirklich bin, das sein, was ich wirklich bin, der Vater. Es wird hundertprozentig klar, es gibt keinen anderen Weg. Keinen anderen Weg. Und du bist mein Erlöser, du Bruder bist mein Erlöser, wenn ich dich richtig wahrnehme mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Was ich gebe, empfange ich. Tja, und darum die Vergebung. Dennoch wird eine einzige Lilie der Vergebung die Dunkelheit in Licht verwandeln. Den Altar für die Illusion in den Schrein des Lebens selbst. Und Friede wird auf ewig jedem Heiligen Geist zurückerstattet, den Gott als seinen Sohn schuf, als seine Wohnstatt, als seine Freude, seine Liebe, vollständig sein und vollständig eins mit ihm. Oh, Jesus fragt mich, ob ich das fühle. Also im Moment überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was da läuft. Du hast die Macht, dich dagegen zu entscheiden, sagt er. Ja, da kommt so eine, wenn ich mich eingesperrt fühle in den Körper und mich also praktisch dagegen strample, da kommt so eine Hoffnungslosigkeit. Das kann doch nicht wahr sein. Nachdem ich gestern so frei war und so glücklich war im Vater. Ja, das ist immer so. Wenn wir diesen riesen Schritt machen, dann sammelt das Ego nochmal die ganzen... Ja, oder es wird das nach oben gespült. Ja, wir haben gestern gemeinsam eine Session gehabt unter Jesus-Führung mit Brüdern aus Amerika, aus England, aus Deutschland und hier und Spanien. Es ist so eine Freude da gewesen. Wir waren einfach so im Glück im Vater, gemeinsam. Und das scheint die ganze Matrix, die wir ja aufheben, der Trennung, der Depression, der Dunkelheit, nochmal hochzuschütteln, damit ich es ganz loslasse für immer. Das ist so. Ja, wenn es für was gut ist, dann ist es ja alles wunderbar. Ich will jetzt einfach glauben, dass es für etwas gut ist. Und es soll dich auch nicht bedrücken, wenn du jetzt dieses Video mit mir siehst, sondern dich motivieren. Also motivieren wir uns beide. Ich will jetzt einfach denken, dass du heilig und geheilt bist und ich auch. Und wir sind eins in Gott. Wir sind das ewige Heilige Selbst, die Freude, Teil einer Identität. Ja, das will ich denken und das wird dann auch in mein Gewahrsein kommen. Lektion 338, eine tröstige Zahl. Vater, Sohn und Heiliger Geist in doppelter Form in Acht gehen, in das ewige Leben. Ich mache also den Sprung in den erleuchteten Geist. Nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Tja, das ist mir klar. Nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Ich sehe die Welt gemäß meines Denkens. Tja, welche Welt will ich sehen? Die Welt der Liebe. Oder die Welt des Leides. Ich entscheide mich für die Liebe, für die Freude im Vater. Gott ist. Gott ist und in ihm leben wir. Nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Es braucht nur dies, um die Erlösung zu aller Welt kommen zu lassen. Denn in diesem einen Gedanken wird jeder endlich von der Angst befreit. Jetzt hat er gelernt, dass niemand ihn in Angst versetzen und dass ihn nichts gefährden kann. Nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Er hat keine Feinde und er ist sicher vor allen äußerlichen Dingen. Glaubst du das? Wenn ich alles mache, wenn ich der Träumer des Traumes bin, wenn ich nur fehl wahrgenommen habe, dann muss das so sein. Er hat keine Feinde. Alle sind meine Brüder. Und er ist sicher von allen äußeren Dingen. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, wo im Vater. Seine Gedanken können ihn in Angst versetzen,
Doch da diese Gedanken ihm alleine gehören, hat er die Macht, sie zu verändern und jeden Gedanken der Angst gegen einen glücklichen Gedanken der Liebe einzutauschen. Ja, ich kann mein Denken ändern. Die wahren Gedanken denken, das ist ja das Geistestraining, das wir machen. Er hat sich selbst gekreuzigt. Also ich habe mich selbst gekreuzigt. Mit der Idee, ein Mensch zu sein, eine Seele im Körper zu sein, zu reinkarnieren und so weiter. Damit habe ich mich gekreuzigt. Doch Gottes Plan ist, dass sein geliebter Sohn erlöst sein wird. Vater, du willst, dass ich Allah kenne. Dass ich dein geliebter Sohn in deinem Liebesarm, in deinem Herzen bin. Ich kenne den Weg nicht zu dir, aber du kennst den Weg zu mir. Ja. Ich muss alles, was ich geglaubt habe, aufgeben. Und mich wirklich nach oben katapultieren in die Wirklichkeit der Herrlichkeit des Einsseins. Das Gebet, dein Plan ist sicher, mein Vater. Nur der deine. Alle anderen Pläne werden scheitern. Und ich werde Gedanken haben, die mich in Angst versetzen werden, bis ich lerne, dass du mir den einzigen Gedanken großgeschrieben, also den Heiligen Geist, gegeben hast, der mich zur Erlösung führt. Also ich muss zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Meiner allein wird scheitern und mich nirgendwo hinführen. Alles, was ich geglaubt habe, was mir hilft, ist falsch. Doch der Gedanke, großgeschrieben, den du mir gegeben hast, verspricht mich heimzuführen, weil er dein Versprechen an deinen Sohn birgt. Also, nur der Heilige Geist ist der Heiler. Nur der Heilige Geist und Jesus Christus, der alle Lektionen gelernt hat, kann mich nach Hause führen. Lass alles andere los. Die Psychologie und Philosophie und was es alles gibt und weltliche Religion, die bringen uns keinen Schritt weiter. Ach Bruder, ich habe das alles ausprobiert. Alles ausprobiert. Natürlich nicht wirklich alles, es gibt ja so viel in der Welt, aber sehr, sehr, sehr viel. Ja, es gibt einen gewissen Trost und scheinbar habe ich auch sehr viel Heilung lehren können, aber nicht wirklich. Die Angst, was ist die Angst, Heiliger Geist, Jesus? Das ist wohl die Angst, diese Welt wirklich ganz loszulassen. Als ob man hier immer noch irgendwas finden könnte. Ist doch nett, hier auf der Insel Teneriffa zu leben und schwimmen zu gehen. Und wir sind doch so lieb da am Strand, wenn ich mit ihm Gymnastik mache oder im Chor singe. Und alle sind so nett. Ja, ich will sie ja auch alle lieben. Aber doch als das, was sie sind, der Heilige Sohn Gottes, mit dem ich glücklich im Vater bin, das ist doch mein Job hier. Und nicht es mir gemütlich und nett zu machen. Tja. Es braucht eine riesen Entschlossenheit, die Welt aufzugeben. Und das muss ich einfach erkennen, dass sie nur voller Leid ist. Voller Depression. Und wenn man versucht, hier irgendwo die Dinge zu regeln, glücklich zu sein und dasselbe machen, ist man gefangen. Wir haben keine andere Chance. Ich gebe dir nochmal explizit Jesus Christus den Körper und das Ego, dass du es kontrollierst mit dem Heiligen Geist. Lektion 338, nur meine Gedanken werde ich, nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst, ja. Es braucht nur dies. Und keiner entscheidet sich für mich. Ich muss die Entscheidung treffen. Ich muss den Sprung in den erleuchteten Geist machen. Ich muss mich dafür entscheiden, Gottes heiliger Sohn zu sein, frei von Schuld, das Heilige Selbst. Da, wo der Vater mich eingesetzt hat. Das ist meine Funktion, den Vater vollständig zu machen. Und da, wo er mich eingesetzt hat. Es braucht nur dies, um die Erlösung zu aller Welt kommen zu lassen. Also nochmal den Gedanken, nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Es braucht nur dies, um die Erlösung zu aller Welt kommen zu lassen. Denn in diesem einen Gedanken wird jeder endlich von der Angst befreit. Jetzt hat er gelernt, dass niemand ihn in Angst versetzt und dass ihn nichts gefährden kann.
Ja, in Gott kann mich natürlich nichts gefährden. Da bin ich der ganze heilige Sohn Gottes in Liebe geborgen. Und da bin ich zu Hause. Tja, und dafür entscheide ich mich jetzt. Er hat keine Feinde, in Gott gibt es keine Feinde. Und er ist sicher von allen äußerlichen Dingen. Wunderbar, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Im Vater und nur im Vater. Seine Gedanken können ihn in Angst versetzen, doch da diese Gedanken ihm allein gehören, hat er die Macht, sie zu verändern und jeden Gedanken der Angst gegen einen glücklichen Gedanken der Liebe einzutauschen. Ja, unter seiner Führung. Unter deiner Führung, Jesus. Und des Heiligen Geistes. Er hat sich selbst gekreuzigt. Ich habe mich also selbst gekreuzigt. Ich muss die alte Lehre der reinkarnierenden Seele gänzlich aufgeben. Oder der Menschen. Ich bin kein Retter der Menschheit. Nein, auch von dem Kreislauf der Zeit, goldenes Zeitalter, silbernes, eisernes, kupfernes und eisernes Zeitalter, diesen ganzen Unsinn muss ich aufgeben. Gott hat diese Welt nicht erschaffen. Nicht. Gott ist nicht der Sohn, der Gott des Todes. Die Trennung haben wir gemacht. Wir haben uns auf Gottes Thron gesetzt. Wir haben die Welt des Leides empfunden und deshalb können wir sie auch loslassen. Wir haben uns selbst und alle gekreuzigt. Doch Gottes Plan ist, dass sein geliebter Sohn erlöst sein wird. Und ich bin sein geliebter Sohn. Ja, im Vater geblieben. Ich habe doch meine Identität nicht verloren, die Gott mir gegeben hat. Im Vater bin ich. Und nur dort. Nur dort. Und du, mein Bruder, bist mein Erlöser, indem ich dich anerkenne, dass du Gottes heiliger Sohn bist. Dann erkenne ich mich an. Dein Plan ist sicher, mein Vater, nur der deine. Alle anderen Pläne werden scheitern. Und ich werde Gedanken haben, die mich in Angst versetzen werden, bis ich lerne, dass du mir den einzigen Gedanken, den Heiligen Geist, gegeben hast, der mich zur Erlösung führt. Meine allein wird scheitern und mich nirgendwo hinführen. Doch der Gedanke, großgeschrieben, den du mir gegeben hast, verspricht mich heimzuführen, weil er dein Versprechen an seinen Sohn birgt. Also ganz klar, nur unter der Führung des Heiligen Geistes, nur unter der Führung von Jesus Christus, der alle Lektionen gelernt hat, kann ich nach Hause. Wie es mir jetzt geht, gut. Aber nicht easy, nicht leicht, nicht leicht. Er sagt, es ist ganz leicht, du musst nur den Sprung machen. Wenn du dich auf das Ego auch nur einen Moment einlässt, die es im Körper gemütlich machen willst, zulässt, Körper zu sein oder die Idee im Hirn zu denken, dann bist du sofort in diesem ganzen Feld der Dunkelheit, sagt Jesus. Schalte, mach die Entscheidung. Ja, ich will zurücktreten und dir, Heiliger Geist, die Führung überlassen. Zeig du mir, wer ich bin. Liebe, er ist der Geist der Liebe. Jesus Christus, zeig du mir, wer ich bin. Verbinde dich mit mir in deinem Geist, sagt Jesus. Ja. Ja. Ja, sofort kommt Freude auf. Dann bin ich unbegrenzt. Dann bin ich im Vater. Puh, das ist der Sprung in den erleuchteten Geist, Jesus. Sich mit dir verbinden und zack, bumm, dann wieder zu Hause sein. Und dann ein Bruder rein. Heieiei. Wow, so drastisch. Das ist wirklich drastisch. Ja, ich bin total glücklich. Ja, eins mit dir im Vater, mit dem Bruder im Vater. Das muss sehr, sehr klar sein im Geist, sagt Jesus. Nur im Vater leben wir. Nur im Vater sind wir glücklich. Nur im Vater sind wir zu Hause. Und alle Gedanken, die uns der Heilige Geist gibt, helfen, dass wir aufwachen und im Vater zu Hause sind.
Übe, 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 übe diesen Gedanken, dass nur meine Gedanken mich beeinflussen können. Ja, und lass alle alten Gedanken los. Lass sie ersetzen vom Heiligen Geist. Alles, was schmerzt, er will, dass wir glücklich sind. Der Vater will, dass wir erwacht in ihm glücklich sind. Er will uns glücklich machen. Und er hat uns glücklich erschaffen. Einen schönen Tag wünsche ich dir, liebter Schatz. Wir gehen zusammen. Ich brauche dich.